spätestens nach dem zweiten Tag, wie er abzählt, nervt er, aber er nervt schön. Die grosse Frage war natürlich, 10 Jahre, jeder hat erzählt, was machen wir für einen Song? Jeder hat erzählt, Song ist für mich persönlich etwas extrem Wichtiges, weil es hebt im Hintergrund die ganze Aktion zusammen. Und dann haben wir gefunden, weißt du was, wir probieren so viel wie möglich Musikerinnen und Musiker, die jeder hat erzählt in den letzten 10 Jahren irgendwie begleitet haben, in ein Tonstudio zu holen. Nachher haben wir einfach noch mal überlegt, wer hat wirklich eine Verbindung zu der Appenzell. Dem ist es immer wichtig, etwas dafür zu machen, dabei zu sein. Und dann haben wir angerufen und die sind jetzt dabei. Was ich so, innerhalb von glaube ein paar Sekunden zugesehen habe, ich einfach ein schönes Projekt finde. Also was ich toll finde, ist, dass es als Song noch mal wirklich einen gemeinsamen Song gibt. Oder? Und darum war es auch klar, dass wir da mitmachen. Den Song geschrieben hat The Seven zusammen mit dem Philipp Schweidler. Der ist Produzent, hat mit dem Seven auch schon ein paar Alben produziert. Und so die Grundidee, die kommt von diesen beiden. Also einfach das hier. Genau. Und dann ist eigentlich können zuschauen. Also dann ist so Tag für Tag ein neuer Künstler ins Studio gekommen und aus dieser Idee ist so der ganze Song gewachsen. Hey, mega. Ja, ist geil. Heute den ganzen Tag muss ich wieder nachlesen. Alright, Baby. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, einfach auf dem Laptop oder über das Handy, ist mir gerade gut reingekommen. Ich konnte die Bilder wieder im Kopf von dieser Glasbox. Es ist kalt draußen. Wir sind gestern die ganze Zeit nachgekommen. Als ich im Video gesehen habe, ich war Hühner und Tränen. Mit wie viel ist Frank, der sich hinstellt? Mit ihr wirklich jedes Yes, es geht im Vater im Himmel. Geben wir hier noch einen halben Ton auf. Der Song macht so ein alle zusammen. Das Ding hat irgendwie so ein Skin. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, aber das hat so. Ich glaube, das kann man nicht bewusst machen. Das ergibt sich beim Schreiben, dass man irgendwann merkt, okay, das ist ein Song, der sich gut anfühlt, um mehrere Leute miteinander zu singen. Nicht wie viel ist die Frage, was ich heute stelle, weil wirklich jeder Rapper zählt. Dort ist er dann auch gewachsen und man hat Freude, dass er so gut funktioniert. Und dann Breakdown drücken. Ja, ja. Oh, give us du nicht mehr länger warten, es muss etwas gehen. Es muss etwas gehen. Habe ich gesungen, es muss etwas gehen. Also, was mich wirklich berührt hat, ist die Offenheit und Spontaneität von all diesen Sängerinnen und Sängern, die einfach völlig. Was völlig klar war, dass sie Teil sein wollen von dem. Endlich ein Schweizer We Are The World. Das war endlich mal Zeit. Wo die Leute zusammenkommen. Wir eben zusammen ein grosses Puzzle machen. Für mich ist das eine Ehrensache. Freut mich sehr, dass ich ein Part von dem letzten oder von dem Song hier darf sein. Miteinander hat man dann doch ein bisschen mehr Kraft als nur allein. Und darum ist doch das ein schönes Beispiel, dass miteinander oftmals ganz viel Sinn macht. Ja, yeah, Baby. Super. Jeder Rappe zählt.